Heute sprechen wir über einen riesigen Fehler, den viele Menschen machen in ihrer eigenen Entwicklung, den auch ich lange gemacht habe und der eigentlich nur ein kleiner Denkfehler ist. Also ein kleiner Fehler mit einer irrsinnig großen Wirkung. Vielleicht magst du ihn ja auch, du wirst es gleich erfahren, wenn du jetzt dranbleibst. Und zwar ist es so, wenn Emotionen kommen, wenn Gefühle kommen, man hört oder liest vielleicht auch immer wieder, du sollst in die Beobachtung gehen. Und das ist sogar richtig. So, welcher Fehler wird jetzt aber dabei gemacht? Was bedeutet denn beobachten? Beobachten bedeutet nicht analysieren. Und ich als ziemlicher Verstandesmensch damals dachte, okay, da kommen Gefühle, da kommen Emotionen, was mache ich? Ich schaue sie an. Aber ich meinte eigentlich, ich analysiere sie. Dabei, was habe ich gemacht? Ich habe sie unterdrückt. Das machen eigentlich viele Menschen. Sie sagen, ja, ich nehme sie wahr, die Gefühle, ich beobachte sie. Okay, aber sie leben sie nicht aus. Wenn Trauer kommt, okay, ich schaue sie mir an. Du lebst sie aber nicht. Das heißt, wenn eine Emotion kommt, eigentlich, was macht ein Kind, ein dreijähriges, vierjähriges Kind? Es lebt die Emotion, es ist traurig. Es kann sich aber noch nicht beobachten, das ist der einzige Unterschied. Du musst jetzt eigentlich nichts daran ändern. Du musst eigentlich nur die Emotion, die kommt, ausleben. Es kommt Trauer, du weinst. Du nimmst dich aber dabei wahr. Weil was machen viele Menschen da wieder falsch? Also es gibt beide Extreme. Man kann auch die Emotion ausleben und sich hineinsteigern und sich alles schlecht reden und sagen, oh mein Gott, die Welt ist schlecht und alles, was mir passiert, das ist nicht toll. Und dadurch macht man es ja noch schlechter. Das heißt, dann bringt es nicht wirklich viel, die Emotion auszuleben, weil man steigert sich zusätzlich in die Geschichten nochmal hinein. Oder beziehungsweise der Verstand kreiert weitere Geschichten und man glaubt auch noch diese Geschichten und diese projizieren in die Zukunft weiteres Leid. Okay? Das heißt, Leiden ist eine Entscheidung. Wenn du eine Emotion in dir auslebst, das ist Wut, Aggression, Trauer, Enttäuschung. Es gibt ja so viele, eine große Bandbreite von Emotionen, Gefühlen, die wir ausleben können. Dann lebe es nie aus, weil wenn sie da sind, sind sie da. Wenn du sie nicht rauslässt, dann unterdrückst du sie. Natürlich, gerade bei Wut haben wir oft Angst. Oh mein Gott, wie lebe ich denn Wut richtig aus? Weil da könnte ich ja jemandem wehtun. Du kannst auch nur durch reines Kopfkino, das empfehle ich auch immer wieder meinen Teilnehmern in der Ausbildung, dass sie das durch reines Kopfkino ausleben. Oder sie sollen sich einen Boxsack zulegen und da reinhauen. Also du kannst deine Wut so ausleben, dass niemand einen Schaden davon hat. Ich mache das auch gern geistig oder habe das immer gern auf geistiger Ebene gemacht, indem ich mir ein gewisses Kopfkino kreiert habe. Und dann bin ich aber ganz bewusst wieder daraus ausgestiegen. Ich habe einfach wahrgenommen, ist noch was da? Spüre ich noch diesen Emotionscocktail in mir? Das solltest du tun. Immer wieder nachprüfen, was spüre ich noch in mir? Weil das ist Bewusstheit, das ist Bewusstsein. Nicht, dass du dich auslebst in deinen Emotionen und in einen richtigen Rausch hineinkommst. Das passiert ja bei vielen. Deshalb haben sie Angst davor. Sie sagen, nein, ich gehe jetzt lieber in den Analysemodus, weil ich kenne mich ja schon. Wenn ich die Emotion auslebe, dann bin ich komplett drin gefangen und ich komme gar nicht mehr raus. Ja, aber beide Extreme sind jetzt nicht gut. Also das sich hineinsteigern, die Emotion auszuleben und noch weitere Geschichten dazu kreieren und diese zu glauben oder in das Gegenteil zu gehen, es zu Tode zu analysieren, aber nicht wirklich auf ein Ergebnis zu kommen. Du wirst einen großen Durchbruch erleben, wenn du das tust, wenn du dir erlaubst, das zu auszuleben und gleichzeitig in der Wahrnehmung, in der Beobachtung zu sein. Auf einmal stellst du dir so vor, du hast ein inneres Kind, das ist traurig, es ist wütend und du selbst bist quasi dein erwachsener Mensch, was sich jetzt um dieses Kind kümmert. Du bist da für dieses Kind. Du sagst jetzt aber nicht zu dem Kind, hör auf traurig zu sein, hör auf wütend zu sein. Es braucht jetzt einfach diesen Moment, wo es wütend sein kann, traurig sein kann. Das können Minuten sein, vielleicht sogar Stunden. Aber irgendwann geht es von selbst wieder. Und was ist eigentlich das Ergebnis, das langfristige Ergebnis? Weil jetzt fragst du dich vielleicht auch, okay, geht das jetzt mein ganzes Leben lang so weiter? Darauf habe ich auch keinen Bock. Nein. Wenn du ständig bewusst bist bei dem, was du tust, bei dem, was du fühlst und wahrnimmst in dir, dann verschwindet das langfristig komplett und du tauchst ein in eine viel tiefere langfristige Glückseligkeit, Frieden, Freude, Liebe, Harmonie, Energie. Das kommt automatisch, aber nicht, weil du es unterdrückst und mit Willenskraft versuchst, glücklich zu sein, mit Willenskraft und Zwang versuchst, positiv zu denken. Dadurch klappt es nicht. Dadurch belügst du dich eigentlich nur selbst und dadurch kommt dein Körper irgendwann und sagt dir, hey, du verarschst dich doch und bestraft dich quasi wieder mit negativen Gefühlen, mit negativen Emotionen und mit negativen Situationen. Und wenn du aus dem Ganzen einfach ein Spiel kreierst, wenn du sagst, hey, es gehört zum Spiel des Lebens dazu, diese Emotionen, das darf sein, dann ist auch diese innere Haltung schon mal in einer ganz anderen Schöpferhaltung, in einer ganz anderen Gewinnerhaltung,
wo du ganz anders nach vorne blickst. Weil viele Menschen fragen sich dann auch, jetzt bin ich schon wieder in diese Emotion, wann hat es denn endlich ein Ende? Und jetzt musst du dir einfach klar werden, oder es darf dir klar werden, wenn du in diese, das ist eine zusätzliche Emotion wieder, wann hat es denn endlich ein Ende? Da schwingt eine Emotion mit und die wird ja auch eine weitere Konditionierung, die wieder bestätigt werden möchte. Und dann wird es immer wieder bestätigt werden müssen, dieses, wann hat es denn endlich ein Ende? Wann hört das endlich auf? Also steig auch daraus aus. Lebe dich, weißt du, sei lebendig. Darum geht es eigentlich, es geht um nichts anderes. Es geht nur darum, lebendig zu sein, jeden Moment. Fühlst du in dir Wut, Aggression, dann lebe es aus. Natürlich bring keinen um, ja, das ist ein Schaden, ja, den du anrichtest. Nutze es so, dass es irgendwie vielleicht sogar produktiv ist. Ja? Künstler nutzen Wut oft produktiv. Trauer, lebe es aus, sei lebendig. Wenn du glücklich bist, lebe es aus, sei lebendig. Es geht nur um Lebendigkeit. Du bist ständig in der Präsenz, im gegenwärtigen Moment. Und wenn du mehr Bewusstseinsarbeit an dir machst, dann wirst du sowieso drauf kommen, wie viele Stimmen parallel oft gleichzeitig da sind, die gegeneinander Krieg hören. Und wenn du das mal wahrnimmst und da auch wieder aussteigst, dann entsteht automatisch auch dieser tiefe innere Frieden. Ich habe jetzt auch ein kostenfreies Bewusstseinsbundle für dich vorbereitet, wo du dir selber einfach noch viel besser begegnen kannst. Also mit verschiedenen Anleitungen, wo du dir selber begegnen kannst. Wirklich in der Tiefe, wo du wirklich wahrhaftige Transformationen erleben kannst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Du musst nur draufklicken, kannst es dir kostenfrei downloaden. Weißt du, das Größte, was du von dieser Folge mitnehmen kannst, ist einfach, sei ehrlich zu dir, sei authentisch zu dir. Nimm einfach alles wahr, was in dir ist und nutze es für dich. Weil wir kennen es ja aus der Kindheit oft. Hör auf, traurig zu sein, benimm dich endlich, hör auf, wütend zu sein. Das ist ja oft diese zusätzliche Programmierung. Oft reden wir uns in der spirituellen Szene so ein, du musst dich beobachten und wir verwechseln es gleich mit dem Analysieren. Gleichzeitig kommt aber auch das nochmal aus der Kindheit mit, benimm dich jetzt, ja, schau, dass du nicht in diese Emotion bist. Nein, lebe dich, sei lebendig, sei du selbst, weißt du, fühle dich, spür dich und es ist egal, was andere über dich denken. Aber es geht darum, dass du in deine Natürlichkeit kommst, dass du wieder echt bist. Und dann ist das Schöne, es gibt kein Ziel zu erreichen. Weil egal, wie du dich jetzt in diesem Moment fühlst, auch wenn du dir jetzt diese Folge anhörst oder anschaust, das, was du in dir spürst, lebe es wahrhaftig, sei lebendig. Und dann gibt es nicht vom Verstand wieder diese Projektion, wenn ich das erreicht habe, dann dieses und jenes. Nein. Du kannst in jedem Moment, ich war krank körperlich und das ist ja auch oft so ein bisschen anstrengend für den Verstand. Und auch da habe ich es geschafft, dass ich so eins geworden bin mit mir, dass das plötzlich so ein erfüllendes Gefühl war, mich zu spüren mit allem, was da war in diesen ganzen, mit diesen Viren oder was da auch immer im Körper war. Das heißt, du kannst in jedem Moment, in jeder Situation, egal welche, was in dir los ist. Vielleicht hast du richtig tiefe Schmerzen in dir, weil irgendwas geschehen ist. Du kannst das hinbekommen, da musst du dir einfach nur Zeit für dich nehmen. Das ist das Einzige, was du brauchst. Zeit. Zeit für dich. Rückzug. Mal alles andere abdrehen. Und dann kannst du lernen, dich mal so wahrhaftig zu spüren. Und du bist wahrhaftig Schöpfer und Schöpferin deines Lebens, deines Seinszustands. Du bist nie wieder das Opfer. Das ist so schön und das kannst du genau jetzt in diesem Moment beginnen. Und genau das ist auch das, was Menschen bei mir in der Ausbildung lernen, dass sie wirklich wahrhaftig bei sich ankommen, in sich, in diese wahre Fülle, die sich dann automatisch ins Außen projiziert und manifestiert. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, findest du auch in der Beschreibung einen Link dazu. Also wenn du eins machen solltest, jetzt nach dieser Folge, dann, dass du in dich hineinspürst. Nimm wahr, was ist da, was möchte gelebt werden und lebe es auf eine Art und Weise aus, die dir irgendwie dienlich ist, ja, wo keiner zu Schaden kommt. Und erlaube es dir, unterdrücke nichts und sei lebendig, lebe dich. Und das ist vielleicht eines der größten Geschenke, die du dir selber machen kannst. Hey, abonniere meine Kanäle, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das war's zu dieser Folge. Ich freue mich bis zur nächsten Folge mit dir. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.